Liebe Ahnforscherinnen, liebe Ahnforscher, hier spricht Georg Pahlmüller vom Ahnforscher-Stammtisch Unna. Und in diesem kurzen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie ich mit Hilfe von Meyers Gazetteer Kirchspiele finden kann. Meine Vorfahren kamen aus dem kleinen Ort Gaschowitz in der Nähe von Ribnik in Schlesien. Gaschowitz hatte keine eigene Kirche am Ort. Das heißt also, meine katholischen Vorfahren aus Gaschowitz mussten in einen anderen Ort gehen, um ihre Kinder taufen zu lassen oder um dort zu heiraten. Das heißt, die Einträge von Gaschowitz finde ich in den Kirchenbüchern eines anderen Ortes. Und für mich ist es nun wichtig, wie hieß der andere Ort, damit ich die Kirchenbücher finden kann. So, ich starte dazu mal einen Browser. So, mach das mal bildschirmfüllend und gebe hier in die Eingabezeile ein www.meyersgaz.org. www.meyers mit EY.gaz.org. Dann drücke ich auf die Enter-Taste. Die Seite ist zwar in Englisch, aber die ist selbsterklärend. Man kann das wirklich gut nachvollziehen und verstehen. In die Eingabezeile gebe ich nun den Ortsnamen ein, aus dem meine Vorfahren gekommen sind, und zwar Gaschowitz im Kreis Röpnik in Schlesien. Ich tippe wieder auf die Enter-Taste. Als Suchresultat zeigt mir Meyers Gazetteer nun an, dass es einen Ort gibt, der Gaschowitz heißt, und das ist auch der richtige, denn hier Kreis Ribnik, Oppeln, Schlesien, Preußen. Ich klicke jetzt auf den Ortsnamen und dann bekomme ich diese Seite angezeigt, die für mich schon wichtige Informationen enthält. Denn schaut man sich mal in diesem Bereich hier um, kann man also sehen, dass es zum Kreis Ribnik gehört hat und zum Standesamt Zürbitz. Das heißt, wenn ich also Standesamtsaufzeichnungen suche, die eventuell digitalisiert sind, über Family Search oder woanders, dann muss ich nach Zürbitz suchen, denn dort wurden die Standesamtsbücher geführt. Aber mich interessieren die katholischen Kirchenbücher. Dazu klicke ich hier auf Ecclesiastical. Hier oben in dem Bereich. So, und dort wird mir angezeigt, The Catholic Parish is Lissek. Protestant Parish is Rybnik. Das heißt, ich suche nach den katholischen Kirchenbüchern meiner Vorfahren aus Gaschowitz, aus den Einträgen, oder suche nach den Einträgen der katholischen Kirchenbücher. Die finde ich also hier in Lissek. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Suche nach den katholischen Kirchenbüchern bin, muss ich nach den Kirchenbüchern von Lissek suchen. Hier unten sieht man noch eine Liste anderer Ortschaften mit der Entfernung zu Gaschowitz. Die sind allerdings in Meilen angegeben. Lissek ist 2 Meilen entfernt, hatte eine katholische Kirche, also katholisches Kirchspiel. Ja, dann gibt es Zwonowitz. Wenn ich evangelisch suche, hier ist Rybnik. 5 Meilen entfernt, dort ist also evangelisch. So kann man schon mal das Kirchspiel finden, aber Meyers Gazetteer birgt noch mehr. Gehen wir hier auf Map oder gehen wir auf Entry, das ist besser so das, was ich vorhin hatte, diese Seite nach der Eingabe des Ortsnamens. Hier gibt es eine Karte. Ja? Da klicke ich mal drauf und er zeigt mir also Gaschowitz an in einer alten Karte. Diese Karte kann ich bildschirmfüllend anzeigen, indem ich hier auf das kleine Quadrat klicke. Ja, so kann ich schon mal sehen, wie es damals ausgesehen hat. Also ich sehe hier Lissek, also hier ist die katholische Kirche, zu der Gaschowitz gehört hat. Und hier unten ist Zürbitz, hier ist das Standesamt. Ich kann aber auch noch Folgendes tun. Ich gehe hier oben
auf Toggle Historical Map, dann geht also dieses Fensterchen auf. Und ich kann zum Beispiel anzeigen, zeige mir die katholischen Kirchspiele in der Umgebung. Jetzt sieht man also hier gelbe Markierungen mit einem C. Da ist Lissek, da ist Zwonowitz. Und hier Rybnik hat auch noch eine katholische Kirche und hier unten Redeltau auch. Ich kann auch sagen, zeige mir noch zusätzlich die protestantischen Kirchen an, die dann in grün dargestellt werden, hier zum Beispiel in Rybnik. Ja, Gaschowitz gehörte zur evangelischen Kirche in Rybnik. Ich kann aber auch sagen, zeige mir die Standesämter an, surrounding STDAs. Klicke ich mal drauf. So, und das sind die roten Markierungen. Hier gab es überall Standesämter. Ja? Oder Synagogen kann man auch anzeigen. Ich klicke das jetzt mal wieder weg. Und was noch ganz toll ist bei dieser Kartendarstellung, hier unten gibt es ein Plus und ein Minus. Das heißt, ich kann es nochmal vergrößern. Ich klicke einmal und bekomme das Ganze größer. Und hier ist Lissek. Hier ist die katholische Kirche, in der meine Vorfahren aus Gaschowitz getauft worden sind. Der Clou an der ganzen Geschichte ist eins. Ich klicke nochmal auf Vergrößern. Und was passiert jetzt? Die Ansicht wechselt auf Google Maps. Wer Google Maps kennt, weiß, es ist die heutige Ansicht. Ich kann hier oben auf Satellitenbild zum Beispiel schalten. Ja. Und hier ist Lissek, ja, hier ist Gaschowitz. Ich kann nun Folgendes tun. Ich kann das Ganze nochmal um einen Tick vergrößern und kann jetzt zum Beispiel dieses Männchen hier nehmen, mit der Maus festhalten, mit der linken Maustaste und kann dieses Männchen absetzen auf eine dieser gestrichelten, dieser blau markierten Straßen. Ja, ich klicke mal hier. Einfach mal hier hin und Google Maps wechselt zu Street View. Das heißt, ich kann mir also Gaschowitz anschauen, wie es heute aussieht. Und ich kann durch die Klicks, mit Klicks durch die Straßen fahren. Ich kann mit gedrückter linker Maustaste mich also auch drehen. Kann mir also das Dorf anschauen, wie es heute aussieht. Hier oben klickt man dann wieder raus und gelangt wieder zur Karte. Das nächste, was ich machen kann, ich gehe mal etwas nach links, gehe mal nach Lissek. Ja? Hier ist die katholische Kirche von Lissek, in der meine Vorfahren dann getauft worden sind. Ich kann wieder dieses kleine Männchen nehmen. Wenn Straßen blau angezeigt werden, so wie hier, kann ich das Männchen absetzen. Ich setze es mal ungefähr dahin, wo die Kirche ist. So, und sehe, das ist die katholische Kirche von Lissek, in der meine Vorfahren getauft worden sind. Ich kann mir also die Kirche in der heutigen Ansicht anschauen, kann also hier die Straße noch wieder etwas entlang fahren, kann mit linker Maustaste gedrückt halten drehen und sehe das Ganze hier von einem anderen Blickwinkel aus. Hier oben links dieser Pfeil, da verlasse ich das jetzt wieder. Und wenn ich hier wieder auf Minus klicke und nochmal auf Minus klicke, wechselt er wieder in die alte Kartenansicht. Diese alte Karte kann man nicht speichern, sondern da muss man sich dann schon, wenn man die gerne haben möchte, einen Bildschirmschnappschuss machen. Ich klicke hier wieder auf dieses Quadrat und gelange wieder zurück, aus der Vollbildansicht wieder zurück. Und habe dann noch hier eine Möglichkeit, Related anzuklicken. Ja, da gibt er mir noch so einige andere Ansichten oder einige andere Informationen. Und über Entry komme ich dann wieder zurück auf die Anzeigeseite.
Ja, Myers Gazetteer ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool für uns Ahnenforscher und Ahnenforscherinnen, Kirchspiele ausfindig zu machen und Informationen zu den Orten zu finden, einschließlich einer Karte, die dann auch in Google Maps wechselt. Ja, ich benutze also Myers Gazetteer sehr, sehr oft, um Kirchspiele ausfindig zu machen. Das Ganze ist kostenfrei, ohne Anmeldung. Klicke hier nochmal auf die Adresse www.meyersgas.org. Ja, das wollte ich in diesem kurzen Video mal zeigen und ich hoffe, dass also Myers Gazetteer für Sie auch eine hilfreiche Webseite darstellt und Sie so schneller an digitalisierte Kirchenbücher kommen. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte mich dann hier für heute verabschieden. Hier war Georg Palmüller vom Ahnenforscher Stammtisch in Unna zum Thema Suche nach Kirchspielen mit Myers Gazetteer. Bis zum nächsten Mal.